Also, meine Meinung zu, diesmal haben wir hier, habe ich so noch nicht gesehen, Mayfair, keine Ahnung, war das nicht eigentlich mal Aldi? Ich glaube ja, ne? Jedenfalls haben die jetzt auch so einen Tee, der kostet 69 Cent aus direkt aufgebrühtem Tee. Also die steigen jetzt alle irgendwie auf diesem direkt aufgebrüht auf. Pennymarkt war das, ja. Ja, steigen alle in diesen Markt auf, von wegen aus frisch aufgebrühtem Tee. Der Pfanner und das ganze Zeug. Ja gut, probieren wir das mal eben. Wie schmeckt, ne? Schmeckt frischer, man schmeckt eigentlich so. Es soll diese Frische, die man braucht, ne? Vom Tee. Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, das macht einen Unterschied. Es ist 1%, das ist gerade so 1%, glaube ich. Aber das macht den Unterschied. Das schmeckt 10-mal frischer als alles andere. Ist lecker. Dadurch allerdings auch teurer. Ne? Also, wir haben ja normalerweise 1,5 Liter für 69 bis 75 Cent. Und hier haben wir 1 Liter. Gibt es auch von Gut und Günstig Marke. Gibt es auch solche 1 Liter Flaschen? Haben die auch. Der heißt Edeka Eistee, ist auch dann aus dem Aus. Frisch gebrühten Tee, Schwarzteeextrakt bzw. das aufgebrühte kommt besser durch. Also es ist definitiv ordentlich was erfrischender als Standard-Eistee. Auch nicht so süß wie normaler Eistee. Uah, erfrischender, besser. Normalerweise trinke ich so einen Scheiß zum Frühstück nicht. Normalerweise irgendwie eher Kaffee oder Kakao oder sowas. Actimel dabei, so wie immer. Ja, ansonsten würde ich sagen, gut. So, ich esse jetzt hier mein Brot und ja, tut mir einen Gefallen und verpisst euch. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.